Selma Yildirim von der SPÖ, sie ist Justizsprecherin und arbeitet in Innsbruck am Finanzamt, ist nun an Bord. Danke sehr, Frau Präsidentin, werte Mitglieder der Bundesregierung, sehr geehrte Damen und Herren, Hohes Haus. Wir sind in Österreich mit einer Inflationsrate von fast 7% konfrontiert. Das ist der höchste Wert seit 40 Jahren. Und Leidtragende sind nicht nur die ärmeren Menschen, sondern mittlerweile auch die sogenannte Mittelschicht. Es wäre somit ganz dringend notwendig, dass die Regierung gerade diese Menschen betreffend mit wirksamen und treffsicheren Maßnahmen unterstützt. Was macht die schwarz-grüne Bundesregierung? Sie wirkt ein bisschen ideenlos und hilflos. Ich sage Ihnen auch gerne, warum ich es ideen- und hilflos finde. Nicht jetzt, weil mein Vorredner das als Tropfen auf den heißen Stein nennt oder Peanuts. Ich sehe da sehr große Mengen an Geldern, die hier freigemacht werden. Keine Frage. Aber wohin fließen die Gelder? Wohin sie definitiv nicht fließen, ist genau dort, wo es die Menschen brauchen würden, wo es die Pensionistinnen und Pensionisten brauchen würden, wo es die Familien, wo Männer und Frauen die Kinder großzuziehen haben, zu erziehen haben, brauchen würden. Dort kommt es nicht an. Dort kommt es nicht an mit Ihrem ersten Maßnahmenpaket. Und dort kommt es auch jetzt mit dem zweiten Maßnahmenpaket, den Sie heute beschließen wollen, nicht an. Sie kolportieren jetzt das mit der Pendlerpauschale oder dem Pendler-Euro, aber sagen nicht dazu, dass von dieser Pauschale bestenfalls etwas mehr als 10% der nicht selbstständig Beschäftigten profitieren und auch von diesen 10% nicht alle in vollem Ausmaß diese Pauschale ausschöpfen können. Sie erzählen immer wieder und stellen Rechnungen an, wie viel Sie Familien entgegenkommen mit dem Familienbonus Plus oder dem Kindermehrgeldbetrag. Ein Berufskraftfahrer, der vielleicht 3 oder 4 Kinder hat und dessen Ehefrau 2 geringfügige Teilzeitjobs hat, und zwar deswegen, weil es keine geeigneten Kinderbetreuungsplätze gibt, diese Familie bekommt höchstens 2.000 Euro von diesen Maßnahmen, die Sie hier gerade kolportieren und so hoch loben. Und diese Familie wird auch mit diesem zweiten Maßnahmenpaket nichts verdienen. Ich gönne ja jedem in diesem Land, der ein gutes Einkommen hat, aber die oberen Besserverdiener würden verglichen mit dem Beispiel des Berufskraftfahrers und seiner beschäftigten Ehefrau mit den 4 Kindern, der würde im Gegensatz zu dieser Familie statt 2.000 8.000 Euro verdienen. Und es ist unerhört, dass Sie diese Gelder nach oben verschieben. Sie verteilen öffentliches Geld von unten nach oben, nehmen es denen weg, die es brauchen würden, und geben es denen, die es nicht vermissen werden. Wir reden hier von Teuerungen, nicht nur Spritpreisen. Ihre Wirtschaftsministerin könnte nach dem Preisgesetz, nicht nur könnte, müsste nach dem Preisgesetz eine Preishöchstgrenze für Treibstoff setzen. Macht sie nicht. Warum nicht? Warum agieren Sie nicht? Stattdessen sagt sie, wir beobachten das. Wie viel und wie lange wollen Sie denn noch beobachten? Die Menschen können sich wirklich ihr Leben nicht mehr leisten. Die Lebensmittelpreise sind so exorbitant hoch, dass sogar der Europarat die Mehrwertsteuerrichtlinie auch gelockert hat und sagt, setzt die Mehrwertsteuer herab für Lebensmittel des täglichen Grundbedarfs. Ihr Koalitionspartner hat nach Widerständen jetzt begriffen, dass es eine direkte Hilfe wäre, und zwar für die, die es dringend notwendig hätten, die es dringend brauchen würden. Dort wäre die größte Entlastung bei so einer Mehrwertsteuerherabsetzung. Natürlich mit einer effektiven und strengen Preiskontrolle, dass auch diese Herabsetzung weitergegeben wird. Daher, sehr geehrte Damen und Herren, möchte ich jetzt zum Schluss meiner Rede kommen und einen Entschließungsantrag einbringen betreffend Umsatzsteuer auf Lebensmittel aussetzen. Der Nationalrat möge beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Finanzen, wird aufgefordert, dem Nationalrat umgehend eine Gesetzesvorlage zuzuleiten, mit der Lebensmittel für alle leistbar bleiben.
Die exorbitanten Preissteigerungen im Supermarkt sollen durch eine befristete Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel des alltäglichen Bedarfs abgefangen werden. Die preisgesetzlichen Vorschriften sind durch umfassendes Monitoring und empfindliche Strafen für Unternehmer bei Nichtweitergabe der Steuersenkungen an die Konsumenten durchzusetzen. Wir brauchen endlich eine Politik für die Menschen in diesem Land. Und die Profiteure der Krise und die Profiteure der Teuerung müssen ihren solidarischen Beitrag für dieses Land leisten.